Wir werden in Abbeville arbeiten. Dort befindet sich schon ein Advokat. In Bälde 2. Was geschieht hier? Der arme kleine Junge, alles voller Blut. Was soll das? Eure Klientin, Maître. Ordnung und Gesetzestreue. Ein Schwein soll uns dabei helfen? Sieht Maître Courtois ein Advokat auf dem Lande, hat keine andere Wahl. Sagt einfach euren Spruch und nehmt das Geld und überlasst das Schwein dem Henker. Es ist nur ein Schwein. Nein! Denkt ihr, dass ein so großer Junge von einem Schwein getötet werden könnte? Vermisst ihr seit dem letzten Jahr einige Kinder? Ich denke nicht daran, an diesem Wahnsinn teilzunehmen. Courtois, ich weiß, dass ihr das schwarze Frauenzimmer besteigt. Jeder weiß das hier. Dauphin unterhält eine Bruderschaft. Ja. Was bezweckt eigentlich ein so mächtiger Mann mit einer Bruderschaft? Spielen die Geheimniskrämer wie die dummen kleinen Jungen. Denkt nur an die alten Ordner, die Geheimbündler, die Katharer, die Templer. Ich befürchte, diese Sache wird vor Gericht entschieden, aber nicht in diesem Haus hier. Ich bin im Besitz vieler Rechte, Maître. Ich sagte es schon, es fehlt euch an Kenntnis. Das steht nicht im römischen Recht. Theorie ersetzt keine Praxis, Maître. Ich gehöre nicht hierher. Das ist nicht der friedliche Ort, nach dem ich gesucht habe. Hier herrschen nur Angst und Gewalt. Ihr lebt in einer bösen Zeit. Sie wird noch schrecklicher sein, bevor die Tage der Erlösung kommen.